Hallo und willkommen zurück bei Transroad USA. Wir spielen hier die Kampagne und befinden uns noch ziemlich am Anfang. Wir haben jetzt momentan zwei LKWs laufen und wir sollen für die Möbelfabrik Aufträge erledigen, so dass unser Ruf dort steigt. Und da würde ich jetzt sagen, als erstes schauen wir mal nach, ob es neue Aufträge gibt. Okay, so. Klicken wir mal die Stadt an und dann schauen wir, ob wir hier irgendwo ein Möbelsymbol sehen. Daran erkennen wir, dass das von der richtigen Firma ist, aber nein. Dann schauen wir mal Aufträge hierher. Okay, da haben wir schon einen Auftrag. Eine Fahrt. Da können wir jetzt nicht gucken, ob wir da groß Profit machen. Die Fahrt müssen wir annehmen. Die Fahrt dauert 8 Stunden und 2 Stunden haben wir Aufenthalt und 2 Tage haben wir Zeit. Okay. So, die Fahrt geht leer nach Boston und dann bringen wir auf Rückweg ja, Waren mit für die Möbelfabrik. Das heißt, wir könnten jetzt nach Boston noch was mitnehmen. Da schauen wir mal. 3 Fahrten, das ist natürlich nicht gut. Ja, aber bringt uns 2000 Profit. Wir nehmen das mal an. Ja. Moment, die müssen wir jetzt mal kurz drehen. Wir wollen ja zuerst. Genau. Die Fracht für Boston laden. Dann fahren wir nach Boston, laden ein und holen dann die Waren für die Möbelfabrik. So ist der Plan. Und das übernehmen wir selber mit unserem Truck. Wir müssen 7000 Meilen. Muss der an die Werkstatt. Was ist denn hier los? Achso, Änderung. Müssen wir bestätigen, alles klar. Na, jetzt haben wir's. Ne, jetzt haben wir's nicht. Jetzt haben wir's, alles klar. So, dann können wir mal schauen, unser zweiter LKW, der steht auch still rum. Was können wir denn da fahren? Möbel gab es nicht mehr zu fahren. Wir könnten vielleicht mal noch ein paar andere Städte freischalten. Fünf Fahrten nach Boston runter. Na, fünf Fahrten ist schon nicht ohne. Wir machen mal hier. Können wir die Stadt freischalten? Charlotte, okay. Gut, dann geben wir mal richtig Gas. Da sehen wir jetzt noch nicht, was hier zu fahren wäre. Das wird das freigeschalten, wenn wir dann das erste Mal in der Stadt sind. So, hier kommt er. Truck 1. Auftrag erfüllt. So, da sehen wir hier unsere Firmen, welche hier ansässig sind. Und hier, was wir momentan transportieren können. Okay. Ja, jetzt ist er schon wieder losgefahren. Leer zurück. Können wir jetzt schauen, dass der vielleicht noch mal in New York anhält. Der hat jetzt eine Leertour.
da haben wir New York nach... nach Boston. Zwei Fahrten. Dauert 7 Stunden, 3 Tage haben wir Zeit. Das läuft. Das nehmen wir mit. So, LKW. Und jetzt schauen wir noch von Boston nach New York, ob wir da ebenfalls noch eine Tour bekommen. Nach New York City. Zwei Fahrten. Zwei Tage Zeit. Das könnte eng werden. Das nehmen wir noch nicht an. Erst wenn wir dann in Boston angekommen sind. Wir müssen ja erstmal bis da hochfahren. Das machen wir gleich mal. So, Trag 1 setzt sich in Bewegung auf dem Weg nach Boston. Und da packen wir jetzt mal noch die zweite Fahrt rein. Ja, die zweitorige. So, erste Fahrt ist hier erledigt. Jetzt müssen wir nochmal hin und zurück. Haben noch mindestens einen Tag Zeit. Das sollte passen. Okay. So, das läuft. Hier haben wir jetzt zwei von drei Fahrten. Der holt und fährt nach Boston. Jetzt bin ich durcheinander. LKW Nummer 2 kurft hier oben rum und LKW Nummer 1 Oh, okay. Gut. Auftrag Möbelfabrik. Wir schauen mal nach. 3 von 8 haben wir. Gucken, ob es eine nächste gibt. Also von gibt es nichts. Und möchten sie was? Ja. Ja, 2 Fahrten haben wir. New York City. Wir sind momentan in Boston. Versuchen wir das gleich mal hier zu laden. Solange der noch in der Stadt ist, kann der da noch eine Runde drehen. Können wir mal schauen. Problem ist nur, wenn der schon mit dem LKW aus der Stadt raus ist, dann hat er ein Problem, dann kann der nicht einfach auf der Straße hier umdrehen. Dann fährt er meistens bis zum nächsten Autobahnkreuz oder Kreuzungspunkt und versucht dann irgendwo umzulenken. So, wo ist er denn hier, unser LKW? Hier fährt er. Fährt er am Boston noch ein bisschen rum und lädt noch eine Fuhre. Ah ja, hier. So, hier lädt er auf für die Möbelfabrik und macht sich dann auf den Weg. Läuft.
So, Route Nummer 1 belädt ebenfalls und macht sich dann auf den Weg nach New York. Ah, es läuft momentan. Oh. Ich glaube, die New York vor, ja. Also das müssen wir noch ein bisschen besser managen. Also mit den Zeiten, das kann man so... Das kann man so nicht rechnen. Ich weiß es nicht warum, aber... Das passt irgendwie nicht. Naja gut, weiter geht's. Ja, in Boston. Da haben wir positive Bilanz gezogen, aber hier New York City. Da haben wir abgekackt. Naja, gut, kann man nichts machen. Da schauen wir einfach, ob es eine neue Tour gibt von New York. Moment. Wir schauen mal hier in der Möbelfabrik nach. Vielleicht haben die was von New York. Ja. Perfekt. Da haben wir jetzt auch kein Zeitproblem, da wir direkt hier stehen. Brauchen wir nicht mal bis hinfahren. Okay, so. Was hätten wir noch? Von Boston. Gut, dann nehmen wir erstmal eine Fahrt nach Boston. 5 Fahrten. 5 Stück. Gut. Müssen wir ein Leertor machen. Von 8 haben wir jetzt, okay. Die Fahrt, die sollte auch noch klappen, haben wir 6 von 8, aber momentan wird nichts mehr angeboten. Da müssen wir schauen, was es sonst noch so gibt. Wo könnte man denn mal noch hinfahren? Washington, da waren wir noch gar nicht. Nee, da haben wir auch nichts. Ich suche erstmal kleine Fahrten, so dass die LKWs auch nicht sehr lange belegt sind. Na, haben wir nicht. Nach New York. Meilen. Wo ist die Werkstatt? Der LKW muss in 4800. So, jetzt sind beide LKWs. In Augusta. Schauen wir, 6 von 8. Fünf Fahrten nach Boston. 7 Tage Zeit, haben wir Profit 3400. Nach New York City. Da haben wir 15 Stunden Fahrzeit, hier plus der Hälfte, 8 Stunden. Ich muss sagen, wir nehmen mal das hier an, dass wir jetzt keinen Leerlauf haben. Die 5 Fahrten.
Da schicken wir jetzt beide LKWs los. Na? Moment, Moment. Wir brauchen ja ein Rücktor. Hab ich jetzt fast vergessen. Moment, wie war denn das jetzt? Jetzt haben wir von Boston nach Augusta. Hä? Ach so, wir holen jetzt was. Fünf Tage. Könnten wir schaffen. Zwei LKWs. Ah, schade. Hätten wir jetzt schon zwei Ladungen mitnehmen können, haben wir total verpeilt. Oh, das sieht gut aus. So, jetzt haben wir hier gleich fertig. Also nicht fertig, aber 4 von 5. Und hier nehmen sie noch zwei Toren mit. Und dann sollte eigentlich, wenn die clever sind, ein LKW schon stehen bleiben. Weil einer muss ja bloß noch zurückfahren. Zu beschauen? Nee. Kein neuer Auftrag für die Möbelfabrik. So, ich lasse den mal noch hier die eine Tour fahren. Der andere LKW fährt mal auf den Hof, macht mal eine Pause. Wir schauen, wie sieht's aus? Ja. Den können wir in die Werkstatt schicken. 2800, das braucht er auch noch in die Werkstatt. Dann nehmen wir hier den hier, den Kollegen. Dazu nehmen wir jetzt den Truck. Nehmen wir den richtigen, ja. Dann ziehen wir den hier auf die Werkstatt. Da sehen wir, kostet 26.000 und dauert 2 Tage. Ist okay. Gut, dann gucken wir mal, was gibt es noch für kleine Fahrten? Nach Boston, ach schon wieder nach Boston. Ah, bringt aber gut Geld. 5 Fahrten, 8 Tage Zeit. Mit einem LKW, wird uns 5000 Profit bringen. Was gibt es in Boston? Haben wir da Rückladung? Haben wir auch 5 Fahrten. Das versuchen wir. Also auf nach Boston. Und dann wird Boston geladen. 5 Fuhren, okay. Ja, da muss er mal ordentlich Gas geben. Weil eigentlich sollte der das schaffen. 8 Stunden dauert eine Fahrt. Das heißt hin und zurück. 16 plus jeweils 2 Stunden Be- und Entladen. Macht eigentlich 20 Stunden eine Tour. Hier haben wir 8 Tage, das reicht dicke, aber hier 5 Tage Zeit. Na gut.
Also laut meinen Berechnungen sollte das passen, aber ich weiß es jetzt schon. Das passt nicht. Irgendwo habe ich da noch ein kleines Problem, also ein Denkproblem. Aber wir können ja einen zweiten LKW mit auf die Tour schicken. Der ist ja gleich wieder fertig. Ja, anstatt der gleich im Posten hält und eine Ladung mitnimmt. Weiß nicht, ob ich den jetzt hier drauf hätte ziehen müssen. Auch seht ihr, 2 Tage, erst 3 Fuhren. Das wird verdammt eng. Wenn wir jetzt den zweiten nicht geschickt hätten, ich weiß es nicht, ob es gepasst hätte. So, gut, okay. Mission läuft. Wo stehen wir denn? 6 von 8 Toren haben wir. 2 Toren fehlen noch. Und dann sollen wir zum Selbstständigen aufsteigen. Da können wir mal schauen, was uns da denn noch fehlt. So, Hauptquartier müssen wir. Hauptquartier. Bankkonto. $100.000. Ja, das sollte eigentlich kein Problem darstellen. Denken wir, das schaffen wir noch. Dann hätten wir... Oh, Moment, hier läuft es noch. Hätten wir die Mission erfüllt. Ja, noch ist nicht so weit. Aber die Folge ist einmal zu Ende. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Und wenn es euch gefallen hat, gebt bitte einen Daumen nach oben. Und schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dahin.